Servus. Glück auf. Ja, ihr seht, die Bandage steht hier noch rum. Wo das Symbol hier schon wieder auf halber Abreise ist. Scheint alles, hier ist alles toll. Es scheint alles irgendwie nicht zu funktionieren. Oder ich müsste jetzt hier noch keine Ahnung wie lange warten. Ich habe keine Ahnung. Ja. Super nervig. Also ihr seht, ich habe jetzt einen Kopf. Da ist der nächste unterwegs. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, der sammelt Holz oder was. Mit dem Gewehr geht der Holz sammeln, hat er gar kein Problem mit. Ich weiß halt nicht hier. Haut ab! Bringt das Zeug nach Hause! Los! Ja. Hier, guck mal, stehen sie alle rum. 9 Stück. Wie bestellt, Alter. Keine Ahnung. Ich gehe mal einmal kurz raus hier aus dem Gebiet. Außerdem steht doch hier unser Gaul noch irgendwo. Den hole ich mal eben ab. Vielleicht laufen sie dann zurück. Ich weiß ja nicht. Ansonsten packe ich den restlichen Loot jetzt ein. Na, Junge, hast alles gut überstanden? Das ist schön. Wenigstens einer von uns. Anderes Lager oder nicht? Wollte ich gerade sagen, Alter. Ich wollte es gerade sagen. Komm, do it! Alter, die Koordination hier. Naja, auf jeden Fall sollte ich weit genug weg gewesen sein. Dass die Jungs sich jetzt hier... Oh, die stehen da immer noch und pimmeln rum. Geh doch nicht aufs Pferd, was ist denn los mit dir? Mach mal lieber ein paar Satteltaschen klar hier. So war es dann gleich schon wieder. Wir sind jetzt das Ende. 68. Guck mal, ey, packen die wieder was rein oder was machen die? Hier. Nehmen wir es raus, die packen es wieder rein und ach, ich habe keine Ahnung. Könnt ihr jetzt einfach den Rest hier nach Hause bringen oder... Was ist los mit euch? Ja, reite ich euch um, was habt ihr davon? Ich euch hier hinschicke und ihr nichts tut, ey. Da könnte ich eskalieren.
Ist mir aber auch wohl, ich habe keinen Bock jetzt da nochmal hin und wieder den Loot einzusammeln. Wieder sammeln die den ein, bringen den jetzt nach Hause oder lassen es sein. Leute. Ist mir so wurscht. Ich habe jetzt einmal das Inventar vollgemacht. Arschdecken. Da war jetzt nichts Besonderes, wo ich sagen würde, yo, macht mich gerade tierisch an. Von daher, aufgeschissen. Was ist denn wieder los, Alter? Reise ich hier wieder im Kreis rum, um zu dem scheiß Campfire zu finden, oder? Wofür markiere ich den Scheiß, wenn das mir nicht vernünftig anzeigt, Alter? Was ist hier los, ey? Junge, Junge, Junge. Ja, zeichne mir das Campfire an. Sau stark. Kann doch nicht mal hier rasten, safen, sonst irgendwas. Weißt du was? Leck meinen Arsch, Alter. Travel dahin, vielleicht sind die Jungs dann auch zu Hause wieder. Mando, Mando, Mando. So Kleinigkeiten, die mich nerven, ne? So, was ist hier eigentlich los? Ja, wie gesagt, normal müsste ich erstmal einmal sortieren. Oh, guck mal, wie wenig ich sehe, ey. So, eigentlich war ich ja hier, um zu sagen, wie sieht denn hier nochmal? Boah, ich kann nur dahin. Junge, schmatz mir nicht ins Ohr, ey. Ist auch geil. You can click on different icons to interact with them. Ja, wo? Die attacking immer noch hier. Aber guck mal, was sie angeblich eingepackt haben. Ja, das scheint halt irgendwie noch buggy zu sein, ne? Click left mouse on map to confirm or right mouse to cancel. Ja, es wäre halt schön, wenn ich die Map verschieben könnte. Das Thema hatten wir ja schon. Gut, hier macht keinen Sinn, jetzt hier hinzusehen. Dann müsste ich erstmal hier was freiräumen, damit ich ein größeres Gebiet einnehme. Ist ja Schwachsinn. Bringt mir ja gar nichts. Oh, sie bewegen sich endlich. Mann, Mann, du. Gut. Ja, eigentlich müsste es eben. Der macht. Wieso machst du noch Tee? Hier ist auch schon nichts abgebrochen, Alter. Du hast eigentlich hier Fireweed auch. Wut lasse ich mal da. Wut ist eh für. Pfeile und sowas. Ich muss jetzt eben mein Inventar. Ich dachte halt, ich könnte mir das ganz schenken, aber ihr seht ja, ich kann es mir nicht ganz schenken. Nämlich hier. Ich meine, ich muss es eh dann sortieren. Die müllen ja eh jetzt unser Hauptdorf dicht. Genauso wie das andere wird ja auch zugemüllt sein. So, du müsstest genau Schofel und sowas sein. Zack. Leder! Mr. Ulkig. Ulkig. Herr Ulkig. Guck mal, Leder hab sogar ich 9. Ist ja mega. Leaf hätte ich natürlich hier auch hier lassen können.
jetzt da gerade auch mal rausnehmen können. Wieso ist hier Sinef noch drin? Guck mal, wie viel die finden. Ist auch stark, Alter. Also Heilung ist, ist no problem. Die stellen sich ein bisschen an hier. Können wir auch noch umsortieren. Ja, muss ich jetzt einmal machen, Leute. Das nützt alle nichts, ne? Muss ja auch ein bisschen zeigen. Gehört halt auch zum Spiel. Ne? Wie gesagt, das ganze Zeug werde ich nicht verkaufen. Wir können nochmal beim Händler gucken, ob der irgendwie Blueprints hat, was ich nicht glaube. Oder vielleicht irgendwelche Waffen, die uns irgendwie was bringen würden. Aber vermute fast nicht. Ne? Genau, er war jetzt... Hier bin ich, oder? Ja. Er ist natürlich jetzt hier der Zugemüllte. Aber dass das hier mit den Fireweed Decutation so gut klappt, ist natürlich Bombe. Ich weiß gar nicht, was die Camps jetzt so normal hatten. Und Waffen. Bögen, klar. Wie sagst du, Iron Arrows? Ich glaube, die hatten auf jeden Fall einen Revolver auch. 38 Kaliber. Ja, ich nehme mal die beiden raus. Und hier 20 raus. Dann hier so ein. Oh ja, das nehmen wir mit ins Hauptcamp. Schotti lasse ich ruhig hier. 16. Haben wir eh keine Shells hier. War also auch nicht hier. So ein Scharfschützenmoppe, das ist eh Schrott. Naja gut. Hier war nochmal ein Gewehr für 58, weil du hier an der Grenze warst, ne? War das. Dann lass mal das Palma hier. So, jetzt zack, zack, Hauptgebäude. Ne, nicht siedeln. Nein. Also Camp. So, put items. Put it, put it, put it. So, aber du müsstest ja auch noch Zeug haben, was ich gebrauchen kann. Weil du hast ja natürlich jetzt auch den Scheiß mitgebracht, alles. Der fährt da oben ist. Nein, das ist jetzt gar nicht mitnehmen. Der fährt da oben ist tot. Warum? Weil er overloaded ist. Ich weiß auch nicht, warum ich immer noch mal nachgucke. Ich weiß eigentlich, dass es das richtige Camp ist, wo ich hin will. Aber nein. Jetzt hier wieder Verkehrtes reingepackt. Alles gut. So, du bist das Waffending. Ja, genau. Dirk. Das Giftzeug hatte ich auch hier mit drin. Achso, die Poison Trap muss ich wieder zurück.
packen. Und dann können wir hier auch den Gunpowder mit reinpacken. Schieb mich doch nicht weg, Junge. Was ist denn los mit dir? 50 Pfeile reichen auch. So, jetzt habe ich noch Miet, Zinef. Das müsste alles hier sein. Ja. Gut. Jetzt gehen wir noch kurz hier hin. Nehmen uns ein bisschen was für Stamina mit. Ja, jetzt habe ich natürlich so viel Tee hier, aber wie gesagt, es kostet uns ja nichts. Es hat ein bisschen Zeit gekostet hier. Aber das werden wir natürlich ersetzen durch das Zeug, was ich jetzt gerade mache. Hier dieses. Fireweed. Gibt uns nämlich 80 Health direkt. 1400 Skillpunkte haben wir auch schon wieder am Stissel. Thiago from location unknown. You can find our location by interview. Okay, da müssen wir nochmal irgendwann interviewen. Aber der war doch hier ganz, ganz gut. Das wäre doch auch nochmal eine Folge wert. Hat der uns dazu nicht was angezeigt? Guck mal, hier haben schon wieder den Stamm ausgelöscht. Nee. Ich dachte, der hätte uns schon mal was angezeigt gehabt zu dem Tünnes. Dass das hier irgendwo war. Ja gut, dann werde ich jetzt nicht um das Fort drumherum kommen hier, ne? Und um das Camp. Da müsste ich dann mal gucken, dass ich da irgendwie ein, zwei befragt kriege. Ich werde jetzt mal überlegen, ob wir das Fort hier einfach mal überrennen sollten. Ich hätte hier mal 10 Indianer reingepackt und hätten das einfach mal angegriffen. Oder vom Hauptcamp aus hier. Wäre auch nochmal eine coole Aktion, oder? Wollen wir das mal machen? Ich wollte das doch eh ausprobieren, für den Herr Ulkig. Komm, wir machen das jetzt. Wir machen jetzt mal... Und... Weiß auch nicht, was dann passiert, wenn das Camp so überladen ist. Eigentlich reichen auch für vier. Vier. Die werden wahrscheinlich alle verrecken, Leute. Das ist klar, oder? Aber einfach mal. Warum? Weil wir es können, Alter. Was zum Spiel gehört. So. Da habe ich gerade erst welche hingeschickt. Wie gesagt, ich probiere das mal im kleinen Maßstab aus, damit der Herr Ulkig das im großen ausprobieren kann mit 200 Indianern. So! Guck mal, die Armada ist immer nur einer, Leute. Sieht mehr aus, wie es ist. Gut, die Sache ist... Ich sollte schon mal hier hinreisen. Dann sind die auch schon mal alle im Hauptcamp da. Ich kann dann von dem Lagerfeuer aus den Befehl erteilen. Ich glaube, wenn ich direkt vorm Fort bin, kann ich ihn nicht erteilen. Das Ding ist halt... ja, das System ist halt noch nicht wirklich ausgereift. Ne? Ich kann die jetzt zum gewissen Punkt einfach schicken. Das war es halt. Das ist so ein bisschen... Aber guck mal, so nah wie das ist, ich könnte mal kurz das Camp hier angehen. Ja, ich könnte das mal auskundschaften, ob da nur 1, 2, 3, 4 Leute sind oder so. Warum bin ich denn immer noch nicht geheilt? Was ist denn los hier überhaupt? So.
Weil hier ist auch ein Händler, deswegen das Gebiet würde ich ganz gerne einnehmen wollen. Außerdem ist das Lager genau um die Ecke hier. Hier ein paar Meter darüber. Ist overpopulated. Gut, die Frage ist halt, was passiert, wenn es overpopulated ist? Was habe ich da jetzt? 15 und 10. Die andere Sache ist, kann ich mehr wie... Das können wir ja schon mal ausprobieren. Warte mal. Attack. Einfach nur mal... Ja, das geht. Ich könnte also jetzt 14 schicken, obwohl ich nur ein Lager von 10 habe. Also... Ja, Ulkig, das sind doch schon mal gute Voraussetzungen für deine Mission. Ja, sieht so aus, dass es echt so ist, wie ich gehofft habe. Einfach nur so ein Balken mit drei Jungs. Sieht sehr gut aus, Leute. Ich sehe gerade sogar nur den einen da rumeiern. Natürlich ein bisschen. Oh, hier ist Open Field. Ja, gut, ich kann in den Busch da vorne. Gut, da werden noch zwei irgendwo hocken oder hier rumstehen oder so. Wenn nicht, dann. Irgendwann bist du echt alleine. Was ist mit dir los? Da schläft einer. Ich mach erst ihn hier. Die schlafen beide. Okay. I know which one are you looking for. Wait, ja. That's where my body is. I can be useful. You're probably looking for this. Go check it. Kill me or leave me. Ah, oh, da krieg ich nur 40 Karma. Sonst habe ich 90 gekriegt. Kann ich mal so schlafen, aber ist mir wurscht. Hätte jetzt auch stunnen können, oder? Ich musste kurz einen Prozess machen, Leute. Ich muss es einfach. Hätte uns auf jeden Fall die Info gegeben. Achso, ja, wir sollten ihn mal looten. Guck mal, Leder. So, was ist jetzt, wenn ich jetzt nochmal. Achso, ich untersuche ihn nochmal nach heute Abend, ne? Ja, aber jetzt ist dann so gerade die schlafenden Jungs da. Das war dumm. Ist mir im Nachhinein auch klar geworden. Und ich bin halt der Killer. Ne? Ich kann es nicht unterdrücken irgendwie. Vor allem wäre es halt eine Menge mehr. Muss man Gewehr nicht getan. Eine Menge mehr, So. Ach, das ist sogar wieder so ein gutes, ey. Alles Low Quality. Ich werde jetzt hier auch erstmal nur reinpacken. Was wir jetzt hier noch ergattern. Sieht gut aus, aber brauchen wir diese komischen Kackpistolen. Ja, aber das war ja jetzt mal super. Das war jetzt endlich mal genauso, wie es sein muss. Gut, ich hätte sie nicht töten sollen. Aber dass sie halt alle knacken. Ach, guck mal, jetzt ist auf einmal ein Blueprint drin. Das ist kurios, Leute. Take it. From this blueprint I've learned how to craft Nicolas Smith and Russell Pistol Part. Der kriegt immer nur diese Kackdinger, ey. Das hat irgendwas damit zu tun, ob du das im Inventar hast, glaube ich, oder? Hab ich das mal gemerkt? Jedes Mal, wenn ich so eine Kackwaffe dann im Inventar habe und mache, gehe wieder in die Kiste, kriege ich einen Blueprint. Aber vorher sollte ich mir mal eine geile Waffe einpacken. Da kriege ich dann auch dafür einen Blueprint. Einen coolen Revolver zum Beispiel. Oder so ein Gewehr. Sind wir dann halt Sachen, die ich gebrauchen könnte, irgendwie. Hier noch ein anderer Lootbox. Nein, der klappen kann. Keine Ahnung. Sehr kurios noch mit diesen Blueprint-Gedöns.
Naja, gut. Vorbereitungen sind getroffen. Ich habe 10 Bows, die ich eigentlich dafür nicht verwenden will, weil die alle weg sind. Ich bräuchte also ein paar Wooden Bows. Aber ich kann jetzt hier eh nichts rausnehmen, ne? Also ich muss noch mal kurz zum Campfire von uns, dann kann ich auch Loot mitnehmen. Schon voll, also. Das ist so lächerlich. Ah, nehme ich Muni mit, komm. Iron Arrowhead. Wow. Und voll. So. Hier aufstehen. Er hat uns auf jeden Fall eine Location gegeben von dieser anderen Quest, glaube ich. Da müssen wir gleich gucken. Ich bin mal ein Pferd vorbeigelaufen. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Eine Falle gab es aber. Können wir alles behalten? Ja, wie gesagt, da müssen die auf jeden Fall dran arbeiten, hier an dieser. Auch das ist halt so manchmal so unperformant ist, dieses Menü halt. So, da. Und der Rest dahin. Gut, eigentlich wollte ich ein paar Bögen machen, aber ich nehme jetzt einfach woanders Bögen raus. Kann ich beim nächsten Mal dann machen. Da muss ich natürlich ein paar Pfeile mitnehmen. Der denn Mist. Hier sind 3 Bodenbohrer, 60 Pfeile. Dann haben wir nochmal 2 Bodenbohrer und Boden-Arrows haben wir auf jeden Fall genug. So. Problem ist, die gehen da nicht mehr sammeln. Ja, ist jetzt einfach just for fun, Leute, ne? Ich muss auch mal ein bisschen Fun haben hier. Mal gucken, was da so passiert. So, es ist alles vorbereitet. Ich werde zum Vorgehen. Ja, komm, kann ich auch laufen. Und dann greifen wir das in der nächsten Folge mal an mit, ja. Das ist schon, ne? Hola, Carajo. Bin gespannt. Sieht auf jeden Fall nach irgendwas Größerem aus wie sonst. Weil sonst habe ich immer so einen Zaun drum gehabt. Ah, wir gucken, ich gehe mal eben zum Stein, ja?
Wird natürlich noch die Pfeife zünden. Das ist, dass wir auch in der Nacht angreifen mit unseren Jungs. Müssen wir die ja nicht unnötig opfern. Ich hoffe, das geht auch, wenn ich so nah hier jetzt hier dran bin. Ich würde sie ja schon, nicht, dass sie wieder außen stehen bleiben. Aber doch schon ein bisschen was Größeres. Ich würde sie ja direkt... Ja, 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 du siehst mich schon. Ne? Alter, was ist das denn für ein Tor? Ist das kein Tor? Ist doch gut, Junge. Oh, Mann, ey, das ist ja geil. Das ist wirklich so ein richtiges Tor. Muss erst das Tor noch aufmachen, oder was? Das wäre natürlich schlecht. Nein. Das durchkreuzt doch meine Pläne. Das ist echt ein richtiges. Also das andere war ja letztes Mal so popelig. Ist das mit dem Update auch neu? Ja, ihn da oben können wir natürlich wegsnacken. Das ist ja nicht das Problem. Die Frage ist halt, wenn ich jetzt hier meine 15 Indianer hier hinhole, gut, den da oben machen die eigentlich ruckzuck weg, aber was passiert dann? Wisst ihr was, Leute? Probieren es einfach mal aus. Gut, bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, alles an die Kommentare. Und ja, in der nächsten Folge sehen wir uns hoffentlich wieder. Dann schicke ich hier einfach mal 14 Indianer in den Tod. In diesem Sinne, haut rein, bis dann.